In dieser Lerneinheit geht es darum, Texte, die fehlerhaft sind, zu korrigieren. Und natürlich hast du das längst schon gemacht, auch mit Word wahrscheinlich. Trotzdem denke ich, dass du den einen oder anderen Trick kennenlernst, den du bisher noch nicht gekannt hattest. Wenn du die Materialien entpackst, so erhältst du einen Ordner mit verschiedenen Dateien drin. Es gibt zu jeder Übung eine Doc-Datei, also eine Datei im Word-Format und eine entsprechende Lösung im PDF-Format. Das sieht dann so aus. Die Lösung im PDF-Format, die kannst du natürlich dann nicht abgeben und du kannst sie auch nicht bearbeiten. So ist es beim PDF, sondern das soll dir nur einen Hinweis liefern, wie das Endprodukt ausschauen sollte. Ich empfehle dir, die Lösung, wenn möglich, so nebendran zu haben, allenfalls von Zeit zu Zeit wieder im Doc verschwinden zu lassen, damit du also immer siehst, was du anstreben musst. Und so sieht dann jetzt die erste Übung aus. Du siehst, sie ist voller Fehler und deine Aufgabe ist es, diese Übung vollständig zu lösen. Ich werde jeweils nur das Grundprinzip zeigen und nicht das ganze Blatt lösen, weil ich ja eigentlich das Ganze schon können sollte. Am Schluss speicherst du die Übung und kannst sie dann deiner Lehrperson präsentieren.